Moin Jungs, Edis back und willkommen zur 1130. Folge meines Minecraft Nostalgie Let's Plays. Nicht wundern, ich habe hier ein paar Treppen dran gemacht. Ich habe gerade so ein bisschen hier mal geguckt, wie man noch den Jump'n'Run verbessern kann. Aber wir werden jetzt diese Stadt erstmal hinter uns lassen. Und wegfliegen. Und zwar nach da vorne. Warum da vorne? Keine Ahnung. Ich habe es jetzt spontan entschieden. Ich habe außerdem, falls ihr das seht, es sieht eventuell ein kleines bisschen anders aus, je nachdem, ob ihr nicht gerade auf einem ganz kleinen Handy guckt. Ich habe die Tiefenschärfe angemacht. Bedeutet, wenn ich jetzt hier hingucke, wird da oben, ne, wo auch der Kater da hinten ist, alles unscharf. Wenn ich den angucke, wird hier unten das vor mir unscharf und so weiter. Ist sehr selbsterklärend. Wollte ich schon früher mal machen, ging dann aber nicht. Jetzt, wo ich... War ein bisschen Papagei. Jetzt, wo ich die Iris-Shader-Dingens da geupdatet habe, geht es wohl. Und das ist ja schön, ne? Von daher, alles easy. Ich habe echt ein kleines Problem damit, dass ich im Moment immer nachts die Folgen mache. Oder halt so abends generell, wenn es so kurz vorm Schlafengehen ist. Weil, ich mache das ja ewig schon so. Das Problem ist, dass ich im Moment... Ich glaube, das habe ich auch schon erzählt in irgendeiner Folge, abends immer abgefuckt bin. Eigentlich gefühlt jeden Abend. Nicht wirklich jeden Abend, aber halt fast jeden Abend. Und es hat auch nicht mal irgendwie einen besonderen Grund oder Auslöser, sondern es ist einfach so eine generelle, es geht mir auf den Sack Stimmung. So. Und nicht jetzt das Aufnehmen, das meine ich damit gar nicht, sondern alles. Alles geht mir dann auf den Sack. Und dann muss ich halt noch aufnehmen und dann ist es halt ein richtiger Angang. Weil, ne, könnt ihr euch, glaube ich, vorstellen, brauche ich nicht erklären. Und deswegen schiebe ich es dann immer noch länger auf und noch länger auf und noch länger auf und noch länger auf. Auch heute habe ich es wieder, weiß ich nicht, wie viele Stunden aufgeschoben. Weil ich einfach keinerlei Interesse hatte. Dich kacke jetzt hier tief runter. Eine Folge zu machen, weil ich keine Ahnung hatte, was zum Geier ich in dieser Folge machen soll, weil ich keine Ahnung hatte, was, keine Ahnung, worüber ich reden sollte. Ich hatte irgendwie auch gar keine Lust zu reden und das ist halt dann das Problem, wenn das immer abends noch sein muss und es muss halt sein, damit jeden Tag eine Folge kommt, natürlich. Und ich kann verstehen, wenn ihr jetzt schreiben würdet, ja, aber es ist ja nicht schlimm, wenn da mal keine Folge kommt. Das würden wir ja verstehen. Ist ja scheiße, wenn du abgefuckt bist und dann noch eine Folge machen musst. Aber ich mache die... Ich meine, ihr wisst das, das habe ich auch von Anfang an so gesagt. Ich mache die Folgen ja nicht für euch. Ne? Nostalgie ist für mich. Nostalgie ist, weil ich da Bock drauf hatte und habe und mir das als Ziel gesetzt habe, das jeden Tag zu machen. So. Und wenn ich dann halt mal nicht so gut drauf bin, dann bin ich halt mal nicht so gut drauf, aber dann gibt es trotzdem eine Folge, wo ich natürlich trotzdem versuche, irgendwas halbwegs Produktives hier hinzuzimmern. Und jetzt gehen wir immer noch auf unsere Inspirationsfindungstour, in Klammern Expedition, und gucken einfach, was wir dabei so Schönes finden oder auch nicht Schönes finden. Das ist schon mal schön. Das ist schon mal schön. Zack. Ich fände aber schön, wenn wir auch mal eine Melodie finden würden, die wir noch nicht hatten. Weil wir haben die jetzt und wir haben noch diese andere, die mir jetzt schon wieder nicht mehr einfällt. Aber die haben wir jetzt schon jeweils, glaube ich, 2 oder 3 Mal gefunden. Das ist natürlich nicht so toll. Ja, ich würde sagen, das ist einfach dieses Winterding, Winterdepression, weil es einfach 2 Stunden am Tag hell ist. Und in diesen 2 Stunden regnet es und es ist kalt und es ist matschig und es ist immer bewölkt und es ist immer grau und es ist immer scheiße. So, du stehst auf, es ist dunkel. Du kommst wieder nach Hause, es ist dunkel. Du machst irgendwas für 2 Stunden, es ist dunkel. So, und YouTube ist gefühlt im Moment tot. Ich habe nichts zu gucken, aber halt auch wirklich absolut gar nichts. Ich habe gefühlt YouTube durchgespielt. Mir wird nur Scheiße vorgeschlagen, die mich überhaupt nicht interessiert, die ich nicht gucken will, die ich auch nie gucken werde oder würde. Ich weiß nicht, wieso YouTube mir auf einmal nur noch so einen Scheiß vorschlägt und bei den Abos ist auch nichts dabei, was mich irgendwie interessiert. Mann, im Moment ist das echt kritisch.
Weil also, das ist halt arschlangweilig so. Dann mache ich den Fernseher an, denke mir, geil, ich setze mich jetzt schön davor und chill eine Runde. Gucke ich vielleicht ein Video, was 8 Minuten geht, breche es dann noch nach 6 Minuten ab, weil ich dann denke, ach, scheiß drauf, Digga. Und dann, genau, was dann? Nix. Ist halt echt doof. Das ist halt richtig doof. Das hier ist schön. Endlich ist der Schnee vorbei. Der hat mich auch gerade genervt. Aber das ist doch mal jetzt hier, das ist doch geil. Also mit dieser tiefen Schärfe muss man noch so ein bisschen mitarbeiten, sich ein bisschen auch dran gewöhnen, weil, ne, wenn ich jetzt hier diesen Grashalm angucke, dann wird halt schon gefühlt alles andere so ein bisschen unscharf. Das ist halt vielleicht noch ein bisschen zu sehr. Aber das ist doch hier mal ein Vista. Das ist doch schön. Guck, allein für sowas. Hallo. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe extra ganz viele Raketen mitgenommen, aber nur eine Elytra, die nicht mal komplett voll ist. Es wird wohl doch keine so lange Inspirationssuchungs-Expeditionstour. Egal. Wir gucken einfach, solange es geht. Ansonsten laufe ich halt nach Hause. Wäre auch nicht das erste Mal. Aber allein mal so wieder so Berge zu sehen, ne? Ich würde so gerne in echt mal wieder Berge sehen. Ich weiß nicht mal, wann ich das letzte Mal in echt Berge gesehen habe. Letztes Jahr? Ich war halt auch dieses Jahr nirgendwo, ne? Nirgendwo. Ich war nicht im Urlaub. Das Einzige, was ich halt gemacht habe, ist 8000 Mal durch Deutschland gefahren. Mir Deutschlands Flughäfen angeguckt, aber bin nirgendwo hingeflogen. Und Bahnhöfe. Bahnhöfe habe ich mir auch mehr angeguckt, als ich es eigentlich für mein Leben brauchen würde. Also ich habe das Pensum habe ich jetzt schon erfüllt. Ich habe jetzt schon mehr Bahnhöfe gesehen, als man das eigentlich bräuchte in 80, 90.000, wie auch immer, Jahren. Weil Bahnhöfe sind halt einfach nur scheiße, ne? Die sind assi, die sind dreckig. Ich fühle mich da nicht sicher. Die sind kacke, die stinken. Da sind nur Hurensöhne. Da ist immer Stress. Ich liebe Bahnhöfe. Also halt nicht. Gut, dass es die in Minecraft nicht gibt. Ich will auch wirklich nicht die Stimmung unterziehen. Ne? Ich muss mich halt gerade echt anstrengen, dass ich hier nicht komplett abrante, weil von der Stimmung her, die ich so habe, könnte ich das auf jeden Fall. Was geht bei euch ab? Gar nichts. Guck, das ist halt, teilweise ist es doof. Jetzt wird alles unscharf und dauert dann halt so ein Stück, bis es wieder scharf wird. Da muss ich mich halt auch dran gewöhnen. Ich komme mir die ganze Zeit vor, als wäre ich irgendwie auf einmal kurzsichtig oder so geworden. Jetzt auch nicht. Kannst es lassen. Dummkopf. So. Das sieht ganz cool aus hier. Na, wie das hier so oben drauf dann noch das Dorf ist. Witzig. Hier sind zumindest mal ziemlich viele von den Häusern, wo hier auch Kisten drin sind. Das ist sogar gut, weil ich hatte ein bisschen Angst, dass ich zu wenig Brötchen mitgebracht habe. Genie. Aber da brauche ich, glaube ich, keine Angst mehr haben. Wir haben jetzt schon unseren Stack wieder aufgefüllt. Und noch mehr. Also, supi. Problem wird eher die Elytra sein, glaube ich. Oder befürchte ich. Aber da bin ich halt auch wirklich in Pfosten, dass ich da nicht dran gedacht habe. Man kann ja an alles denken. So. Also wenn ich auch mal, wenn ich meine Stimmung so hier beschreiben müsste mit Wetter, dann würde es hier halt gerade gewittern. Ne? Also dass hier gerade so schönes Wetter ist, passt halt eigentlich gar nicht. Und ich wünschte, es wäre in echt mal wieder so schönes Wetter. Aber wir können ja mal kurz hier, während ich hier fliege, den Wetterbericht angucken, wie der hier bei mir ist. Also heute war es bewölkt. Morgen ist es bewölkt. Sonntag ist es bewölkt, aber mit ein bisschen Sonne. Mal gucken, ob die auch wirklich rauskommt. Ich tippe nein. Montag, dreimal dürft ihr raten, richtig, es ist bewölkt. Dienstag, Regen. Mittwoch, Regen. Donnerstag, Regen. Freitag, Regen. Samstag, Regen. Und an Heiligabend, Wind. Und wahrscheinlich auch Regen. Also wahrscheinlich bis dahin Tornado oder irgend so ein Scheiß. Also Winter in Deutschland, Junge, 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 Junge. Wird auch von Jahr zu Jahr wird wirklich der Winter beschissener. Das ist wirklich krass. Ich weiß schon, warum ich unbedingt nach Teneriffa will. Weil das ist einfach, ich meine, die Insel ist buchstäblich die Insel des ewigen Frühlings. Und Frühling, finde ich, ist die beste Jahreszeit.
weil da ist es noch nicht so heiß, dass du dich gefühlt gar nicht bewegen kannst, vor allem da unten, ne? Frühling ist, da fängt alles wieder an zu blühen. Frühling ist, der scheiß Winter ist vorbei, das heißt, du hast so Aufbruchsstimmung, du hast so Frühlingsgefühle, du bist einfach wieder gut drauf, einfach von Natur aus. Frühling ist, es regnet nicht mehr 5 von 5 Tagen, 24/7 die ganze Zeit durch, sondern vielleicht mal einmal die Woche. Oder wahrscheinlich auf Teneriffa noch ein bisschen weniger, aber ne? Es ist halt einfach geil. Und dann sitzt du hier bei 6 Grad im Regen, im Wind, an einem Bahnhof, guckst dir aber gleichzeitig auf Instagram an, wie irgend so ein Huhn mit einem Cabrio über Teneriffa fährt. Da ist nicht eine gottverdammte Wolke am Himmel, quasi wie hier. Und er lebt einfach das Live. Und du denkst dir so, doch gern. Da wäre ungelogen 90% besser von allem. Ist halt einfach so. Es wäre einfach so gut wie alles besser. Einfach nur, indem man da ist. Einfach nur, indem man gutes Wetter hat. Das finde ich schon krass. Und das ist halt auch ein Grund, warum ich hier immer Wolken aus habe, weil Wolken gehen mir auf den Sack. Weil ich sehe so viel Wolken im Jahr, die schlagen mir auf die Stimmung. Das muss nicht sein. Eine Sache mal ganz kurz, wenn wir hier gerade in der Arktis sind. Das wäre doch eigentlich auch mal ein cooles Projekt, wo ich hier zum Beispiel gerade diesen Eisberg sehe. Ich muss mal gucken, wo ich landen kann hier vorne. Das wäre wie so ein Bösewichtsversteck, dass man quasi so einen Eisberg nimmt und dann hier in die Mitte hier so komplett Glas ausfüllt und dann da so eine Wohnung reinpackt. So ein, ja, wie so ein Bösewichtsversteck von Dr. Doofenshmirtz oder so. Das wäre auch irgendwie cool. Wir haben eine Arktis bei uns in der Nähe. Guck, Inspiration gesucht, Inspiration gefunden. Man braucht halt einfach mal neue Blickwinkel. Und ich habe zum Beispiel auch deswegen die Entscheidung getroffen, dass es im Januar kein Video geben wird auf dem neuen Kanal. Weil ich erstens keinerlei Ideen hatte, was ich machen kann. Also keinerlei Ideen. Ich weiß, für alle anderen nächsten Monate hatte ich habe mir einen Contentplan gemacht, weil ich irgendwo, ich hatte eine lange Zugfahrt oder irgendwas, ich weiß es gar nicht mehr. Auf jeden Fall habe ich mir einen Contentplan gemacht und habe bis April 25 alles so geplant, was ich gern machen würde pro Monat an Video. Aber jetzt das nächste Video, da ist mir nichts so eingefallen. Ist auch typisch, oder? Ja, wirklich, ich habe keine Ahnung. Dann hatte ich irgendwann eine Idee, die ging aber dann irgendwie wieder nicht. Und dann habe ich gedacht, eine andere Idee kann ich nicht nehmen, die ist zu ähnlich zu dem letzten Video. Noch eine andere Idee, die kann ich auch nicht nehmen, weil die zu ähnlich ist zu dem Video davor. Und ich will nicht zu ähnlich direkt werden, weil dann packt mich YouTube eventuell algorithmisch in eine Ecke, wo ich nicht sein will. Weil ich mich nicht so einengen will, habe ich glaube ich auch schon 1000 Mal erzählt. Und ja, wir gehen mal ganz kurz hier so. Dann sieht man nämlich den Schatten nicht. Warte mal. So, so, so. Genau, dann wird man vielleicht so, zu sehr eingeengt werden. Und dann muss man wieder einen neuen Kanal erstellen. Das wäre ja auch scheiße. Deswegen konnte ich die Sachen halt nicht machen. Und dann die andere Idee ging nicht. Und dann habe ich im Endeffekt einfach die erste Dezemberwoche schon komplett verstreichen lassen, ohne eine Idee zu haben. Heißt, ich hätte nur noch 3 Wochen, um das Video überhaupt zu machen. Heißt, schwierig, da ich meistens wirklich auch die 4 Wochen brauche, leider. Ich mache es mir aber halt auch viel zu kompliziert. So, das Filmen und so weiter, das dauert ja höchstens 1-2 Tage. Aber ich schneide da halt dann wirklich die komplette restliche Zeit dran. So. 5 Tage die Woche, mindestens, manchmal 6, manchmal sogar 7. Dann halt auch jeden Tag, mal würde ich sagen, mindestens eigentlich 5 Stunden. Und trotzdem brauche ich halt einfach unfassbar lange. Das hier ist ein cooles Dorf. Weil da vorne, Jesus. Okay, das ist ein richtig cooles Dorf.
I like it here. Weil du das hier halt hast. Und das sieht richtig cool aus. Das sieht ein bisschen gefährlich aus. Hier würde ich jetzt nicht drin fischen gehen. So als Dorfbewohner. Weil ich könnte mir schon vorstellen, hier wohnt doch das ein oder andere Viech drin, was du jetzt nicht sehen möchtest. Ist halt auch... Also, was ist denn jetzt los? Was ist denn mit Minecrafts World Generation los? Vor allem, wieso sage ich das so doof? World Generation mit Ö. Mal kurz hier reingehen. Ach so, lol. What the fuck? Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist ja gar nicht buggy. Na, dann ist ja gut. Also ich glaube, wir werden hier bleiben. Zumindest mal bis morgen. Weil die Folge ist jetzt eh vorbei. Ich weiß, es ist ein bisschen anders. Die letzte Folge war auch schon ein bisschen anders und eventuell etwas lang, weil ich ja nicht drauf geachtet habe. Im Augenwinkel sah es aus wie 12 Minuten, waren 20 Minuten, aber ja. Wenn es euch gefallen hat, gerne Like und Abo da lassen. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen in der nächsten Folge wieder. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Das hier ist mein Sommeranfang. Ich merke, es geht langsam voran. Ich hab gute Laune getankt. Ich hab alles in meiner Hand.